Heute testen wir Sahara Kebab Pizza. Wird Zeit für einen neuen Döner-Test. Den habe ich in guter Erinnerung. Ich habe hier in der Nähe mal gewohnt und das ist der erste Döner seit 5, 6 Jahren, den ich mir hier mal wieder gönne. Ich bin also sehr gespannt. Kebab mit Rind oder Pute steht auf der Speisekarte. Ansonsten ist das die übliche Kebab-Speisekarte. Und wir sehen hier auch zwei Spieße im Hintergrund. In der Dönerbude hier sind etwa 40 Grad. Wir haben Hochsommer. Also ich würde mich da jetzt nicht unbedingt reinsetzen wollen, um dort meinen Döner zu essen. Döner-Kebab auf Hackfleischbasis. 7 Euro werden hier aufgerufen. Ah, wenn es auf Hackfleischbasis ist, darf es gar nicht Kebab heißen, soviel ich weiß. Bin mir da aber auch nicht sicher. 7 Euro Pute oder Rind. Ich fand den Laden so nicht besonders einladend. Ihr seht, die halbe Auslage ist leer. Da liegt nur eine Rolle Küchentuch vorne drin. Und die Betreiber waren auch nicht gerade freundlich. Ich wurde leider auch nicht gefragt, welches Fleisch ich haben möchte. Im Endeffekt hat mir Chefe einfach irgendwie seinen Standarddöner serviert. Kein Danke, kein Bitte. Reserviert freundlich, sagen wir es mal so. Auch die Gemüseauslage hier ist eher übersichtlich. Ihr seht hinten rechts Gurken, Tomaten, davor dann Kraut. Vorne links Zwiebeln und hinten links, ich meine, das wäre Käse gewesen, bin aber nicht ganz sicher. Und abgesehen vom Käse bestand der Standarddöner eben auch aus genau diesen Komponenten. Sehen wir uns den Döner mal genauer an. Ihr seht Zwiebeln, Kraut, eine Peperoni, bisschen Tomate, bisschen Gurke, eine Menge Soße und das Fleisch ist irgendwo hinten. Und jetzt packen wir das Teil mal aus und arbeiten uns langsam durch. Wir gehen rein in den Döner. Also das Brot hat mir sehr gut geschmeckt. Das weiß ich zwar nicht, ob das selber gemacht wird. Auf jeden Fall wird es frisch aufgebacken. Das ist so kross, knusprig, wirklich fein. Das Brot möchte ich hervorheben. Das schmeckt wirklich sehr gut. Und der Döner war auch relativ gut geschichtet. Das heißt, man hat bis zum Ende eben Kraut, Fleisch und Soße gehabt. Auch die Soße war sehr ordentlich, fand ich auch sehr gut. Ich würde den kompletten Döner jetzt mal direkt mit dem von Istanbul Kebab vergleichen, den ich kürzlich getestet habe. Es ist genau der gleiche Standarddöner mit genau dem gleichen Industrie-Hackspieß, der mehr oder weniger nicht nach nichts schmeckt, aber das ist halt alles bloß nicht herausstechend. Also im direkten Vergleich finde ich hier die Soße etwas besser, auch das Brot ist etwas besser, es ist krosser, knuspriger, das andere war so halb durch, das ist nicht so richtig meins gewesen. Der Döner ist ebenfalls besser geschichtet wie der bei Istanbul Kebab. Immerhin noch eine kleine Peperoni obendrauf. Die war irgendwie voller kleiner Samen, bisschen in Essig eingelegt, anders wie die, die ich vom Buffet kenne. Aber trotzdem immerhin, sie war gut, leicht scharf. Und ich arbeite mich hier weiter durch. Noch kann man den Döner halbwegs gut essen. Bin jetzt so halb durch etwa. Hier mal eine Nahaufnahme vom Inhalt. Wie gesagt, gut geschichtet. Wie
Wie ihr seht, fällt auch dieser Döner wieder komplett auseinander. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Vielleicht bin ich zu dumm zum Essen. Vielleicht sind die aber auch alle zu doof zum Schichten. Ich weiß es nicht. Die Verteilung der Zutaten fand ich hier ziemlich gut. Habe ich am Anfang schon erwähnt. Aber je weiter man zum Ende hinkommt, fängt dann an, die Soße rauszulaufen. Das Fleisch fällt raus, etc. Und das finde ich irgendwie nicht so sexy beim Essen. Zumal ich letztens selber zu Hause einen Döner fabriziert habe und ich habe das auch hinbekommen. Bei mir ist überhaupt nichts durchgesuppt, bei mir ist nichts rausgelaufen und da war auch reichlich Soße drauf. Die Suche nach dem perfekten Döner in der Region geht also weiter. Ich habe schon wieder das nächste Objekt im Auge. Das Video hier ist schon etwas älter, das ist schon vor ein paar Wochen entstanden, bin bloß noch nicht zum Schneiden gekommen. Ach ja, und das Kochenvideo, wo ich den Döner selber fabriziert habe, das kommt dann auch in Kürze noch auf meinem Kanal. Werdet ihr das sehen können, muss ich auch noch zusammenschneiden bei nächster Gelegenheit. Ja, und dann war's das eigentlich, dann sind wir durch. Zum Schluss zeige ich euch noch, wo ich hier gegessen habe, nämlich im Wolmartinger Ried. Und außerdem gibt es abschließend natürlich noch eine Bewertung. So, mein aktuelles Ranking sieht jetzt so aus. Wie gesagt, ich fand den Döner etwas besser wie den von Istanbul und zwar bezüglich Brot und auch Soße und die allgemeine Schichtung. Für den trübseligen Eindruck vom Laden bzw. für die mangelnde Freundlichkeit ziehe ich ein paar Pünktchen ab. Deswegen würde ich sagen, das schenkt sich nicht viel. Beides guter Standarddöner. Kann man machen, muss man aber nicht. Meine Suche geht, wie gesagt, weiter nach dem perfekten Döner in der Region und damit sind wir dann wirklich durch. Vielen Dank fürs Zusehen, hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.